freut mich, dass ich da sein darf und dass so viele Leute da sind und so viel Interesse da ist. Und ich versuche jetzt einmal dem gerecht zu werden. Es sind auch viele junge Leute da und ich war auch einmal jung. Man sieht das da, das ist jetzt vor ein bisschen rund so. Jetzt, oh. Also das ist jetzt vor 38 Jahren. Ich bin Quereinsteiger in der Landwirtschaft, mein Vater war Lehrer. Das Foto ist auf einer Südamerika-Reise gemacht worden. Und später hat mich dann die Realität überrollt und ich bin richtig ernstzunehmender Landwirt geworden. Naja, mehr oder weniger ernst zu nehmen. Da lacht schon einer. Okay. Ich habe dann noch angefangen als Kommune mit 2 Hektar vor 33 Jahren und das hat sich dann weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir 150 Hektar, machen wir die Hälfte davon ungefähr Gemüse, da könnt ihr da ungefähr schauen. Also wir haben alles die Kulturen, die wir kein Geld bringen. Vermarkten dann mal an den Lebensmitteleinzelhandel ein bisschen was. Der Rest geht eigentlich an die regionalen oder auch überregionalen Naturkostgroßhändler. Wir sind in einer Gemeinschaft mit noch 3 anderen Landwirten, wo wir mit LKWs dann eigentlich ganz Süddeutschland erreichen. Also vom Rinklin in Freiburg bis Fulda, zum Teegut und so, das ist das Rad. Und in dieser Gemeinschaft bin jetzt ich einer der kleineren. So. Und ja, das war zu schnell. Das ist meine Partnerin seit 12 Jahren ungefähr. Und die hat ein Hobby, das ist der Wurzelgarten. Das ist, zurück zu den Wurzeln. Das war auch ein bisschen so, dass man gesagt haben, das mit den Großhändlern nervt irgendwo ein bisschen und wir wollen noch ein anderes Stammbein oder irgendwas, was vielleicht auch Spaß macht und wo man den Kundenkontakt und in der Gegend halt verortet ist auch ein bisschen. Und da haben wir uns das ausgedacht, das angefangen mit Erdbeeren und mittlerweile haben wir dann eben in den Folienhäusern dann auch Tomaten und sowas, die Leute dann selber ernten. Das ist der Standort. Der Fluss ist die Donau, das ist die Stadt ist Straubing, dahinter ist der Bayerische Wald. Oben auf den, schauen wir mal, ob das auch geht, da ist der Betriebssitz. Und das sind also die attraktiveren Flächen. Aber ist noch nicht Goldboden, der ist dann erst da weiter unten. Ja. Dann mein Hobby ist also Landtechnik und mein Produktnamen oder so habe ich Hakenpflug getauft und es kommt von dem, dass ich mit einem zur Landwirtschaft gekommen bin oder beraten worden bin vom Herrn Preuschen und der hat gesagt, also wir müssen den Boden tief lockern und flach wenden und zum Lockern braucht man immer ein Schar, das so angelehnt ist wie das Pflugschar. Und wir haben das dann, ich habe das dann so realisiert, wie es jetzt dort zu sehen ist. Und mit diesem Gerät kann jetzt ich 2 Sachen machen. Zum einen kann ich tief lockern, da in der Furche drin, auf ungefähr 30 cm tief. Und das Erdreich, was da rausgenommen wird, das wird da draufgepackt. Der Bereich wird also nicht bearbeitet. Da wird die Organik einfach zugedeckt und zum Absterben gebracht. Also wir haben im biologischen Anbau einfach das Problem, dass wir wollen pfluglos arbeiten und haben dann das Grünzeug da, das halt, wenn man es nicht zudeckt, weiter wächst. Und das
versuche ich halt mit auf die Art und Weise halt zu machen und es nicht tief in den, nicht zu pflügen und dadurch nicht tief zu verschütten. Das ist jetzt so ein Landschaftspflegemähgut, das wir halt flächig ausbringen und dann auch oben in den Hügel reinpacken. Damit haben wir praktisch das mehr oder weniger sauber gemacht. Jetzt eine Geschichte, die mir wichtig ist, ist das, dass man den Boden streifenweise lockert. Und zwar ist meine Beobachtung die, dass wenn ich bei der Pflugarbeit, wird ja zum Beispiel alles umgedreht, ist die ganze Krumme ist locker. Und unten habe ich die Pflugsohlenverdichtung. Jetzt wenn ich streifenweise das lockern, dann habe ich Bereiche, die locker sind und habe ich Bereiche, die fester sind. Und der Boden selber fängt dann an im Laufe der Zeit, dass er sich das, dass er da arbeitet und dass er die festen Bereiche, dass die locker werden und umgekehrt. Und diese Eigendynamik, die der Boden dann anfängt zu machen, ist das, was den Boden leben und das alles irgendwie fördert, weil dann gibt es immer wieder Risse, wo dann Luft runterkommt und wo da halt dann diese Bodenlebewesen und so weiter, wo die dann mit Luft versorgt werden. Da ist jetzt eine Geschichte die, dass wir, wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass man nimmt jetzt so den blauen Hügel, das ist der erste Arbeitsgang und im zweiten Arbeitsgang sprenge ich diesen Hügel auf mit dem Werkzeug da und habe dann eben und sehe das dann an. Und das ist, funktioniert so, dass das Licht ist ein bisschen schlecht, aber dass mit einer Überfahrt wird das dann angesät. Und so haben wir das die letzten Jahre immer gemacht. Und mittlerweile haben wir jetzt ein neues Gerät gebaut, wo also mit den großen Zinken wird der Hügel aufgesprengt, mit dem wird das rückverfestigt und da wird dann gesät. Und das ist genau in einer Linie. Und jetzt wo ich mal, das ist zwar das Flipchart da, aber irgendwie verschwunden. Und also was mir jetzt wichtig ist, ist das, weil ich gehe mal ein bisschen vor. Weil im Bioanbau ist so, oder was das Gerät, was sich jetzt da etabliert hat, oder ist, was halt so propagiert wird, das ist das, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Getreidestoppel. Und ich tue jetzt ganz flach gruppern und platziere das Saatgut hier. Machen wir jetzt grün. Platziere das Saatgut hier und dann habe ich die, ja, so ein Luxus. Und dann habe ich die Kapillarität, die ich nicht gestört habe, und dann wird das Saatgut mit Wasser versorgt. Das Problem bei dem Ganzen ist das, dass der ganze Bereich ist fest verdichtet und ich habe die Zeit jetzt im Sommer, wo man lockern kann, die nutze ich nicht und warte halt, was dann da aus dieser Gründüngung, aus dem, was da draus wird. Und ich habe dann aber auch zugleich eben Disteln, die dann da kommen, und ich habe keine Möglichkeit, die zu bekämpfen. Und mein Ansatz ist jetzt das, dass ich den Boden richtig lockere, dann tue ich den punktuell rückverfestigen mit den Scheiben und platziere das Saatgut dann da. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das Wasser her, damit das aufgeht? Und das läuft so, dass ich dadurch, dass das rückverfestigt ist, entsteht auch wieder Kapillarität. Die Kapillarität darf man sich nicht so vorstellen, dass das nur ein Kanal ist, in dem das Wasser hochsteigt, sondern wenn die Teilchen weit genug zusammen sind,
dann fängt die Kapillarität auch wieder an. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich hier in dem lockeren Bereich überall eine Bodenluftfeuchtigkeit habe von 100%. Und wenn ich jetzt kompaktere Bereiche schaffe, dann gibt es von zwischen hier und hier einen Temperaturunterschied und dann kann es Kondensationsprozesse geben, die ausreichen, dass der Sackhorn aufgeht. Und das habe ich jetzt mit der Maschine haben wir das jetzt ausprobiert und realisiert und das klappt ganz gut. Das war den Knipser wieder. Ja, das ist jetzt dann nicht gut. Da kommt dann nochmal ein Video dazu. Das ist jetzt auch eine Möglichkeit, also diesen Hakenpflug oder das mit den großen Strichabständen, mit dem streifenweise lockern zu machen. In dem Fall wird dann nicht nochmal gehügelt und umgehügelt, sondern da kommen dann gleich, da ist es eben und da kann man dann mit Kreislecke und Sämaschine zum Beispiel die Gründung anbauen. Wo ist jetzt das Video? Ist das nicht da? Ja, vielleicht kommt es noch. Okay, aber das war jetzt der Bereich der Grundbodenbearbeitung, so wie man ich das vorstelle. Ich habe keine Quecken, keine Disteln und bin also mit dem System eigentlich sehr zufrieden. Ich nutze das System dann, um entsprechende Gründungen dann auch zu etablieren. Spezielles Dings von mir ist das, dass ich kein Kleegras anbaue, dass ich sage, ich mache ein Gesundungsjahr und mit dem Gesundungsjahr erreiche ich in der Regel mehr. Und das schaut so aus, dass ich im Herbst Gemenge anbaue aus Wintergetreide und Winterleguminosen. Also da sind, Zottelwicken drin, Inkanakli, Wintergersten, Triticale. Das Ganze lasse ich dann, wird im Herbst angebaut, das lasse ich dann reif werden oder weitestgehend reif werden. Dann wird das gemulcht, anschließend wird es gelockert und dann ist es so, dass die Körner, die jetzt da reif geworden sind, alle wieder aufgehen. Und das ist dann so eine Dichtsaat, die, ja, wo da in einem noch jungen Stadium, die also den Boden entsprechend aufbaut. Also ich habe dann auch das ganze Stroh dazu, ich habe die Stärke und von den Körnern, die dann wieder das Bakterienfutter sind, damit da diese Gesundung richtig funktioniert. So schaut es dann aus, wenn man da ein Stück rausnimmt aus dem Boden. Das ist jetzt so im September ungefähr und das macht mir dann einen lockeren Boden, der dann für die Folgekultur halt wieder das bringt. Beim Kleegras ist so, dass das Kleegras ist schwierig zum Etablieren, erfordert viel Geschick, kostet relativ viel Geld. Man muss das dann auch noch pflegen. Dann haben wir anschließend ein relativ festes Feld und dann wieder rumzumachen, das Kleegras, ist wieder anspruchsvoll, wo man fast ohne Pflug das gar nicht so richtig wirklich super hinkriegt oder nur mit einem relativ hohen Aufwand. Das ist jetzt im Oktober und es bleibt dann noch bis in den nächsten Frühjahr stehen und da kommt dann eine Hackfrucht ist dann da die Folgekultur. Also bei mir ist das halt so. Das ist jetzt das Video, das ist eigentlich schon ein bisschen vorher, das habe ich jetzt irgendwie falsch. Das ist jetzt quasi, was man jetzt sieht, die Hügel, das ist die erste Maßnahme, dass man als Doppelbearbeitung, dass man eben das zudeckt. Und das ist jetzt die Saat mit dieser
Scheibenpackermaschine. Und das Ganze ist mit 10 Stundenkilometer. Und ich habe also jetzt da alles locker und habe einen tollen Aufgang. Genau. Und mit den Scheiben ist so, dass die Organikreste, die werden einfach weggedrückt. Das ist jetzt von die Buschbodenrest, das ist einfach weggedrückt und die Saat geht trotzdem auf. Also da wäre jede Scheiben, normale Scheibensämaschine wäre da drüber gekupft und der Schleppschauer sowieso. Und da mit dem Teil haben wir das halt jetzt hingekriegt, dass die Reihen also geschlossen sind. Und so schaut das gleiche Feld, wo wir vorher jetzt, wo das Video war. Und so schaut das jetzt im Herbst aus. Dann haben wir das Umhügeln. Das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Werbegag von der Dammkultur. Also ich verwende das nicht oder nicht mehr. Das läuft so, dass man halt praktisch die Gründung auf dem Hügel hat, den Hügel teilt und hinter dem Schlepperrad einen neuen Hügel macht, wo man sehr viel Gründung da verstecken kann. Aber es ist sehr anspruchsvoll und wenn da jetzt zum Beispiel im Frühjahr, wenn es nass ist und man, damit man dann die Führung herkriegt, muss man eben in dem Tal dann fahren mit dem Zinken und das macht Probleme einfach. Das ist jetzt, dass quasi da keine Pflugsohle mehr da ist. Das ist also ein Gerät, wo man reindrückt. Die Pflugsohle, die existiert dann nicht mehr, weil man nur streifenweise da den Boden bearbeitet. Und mein Ziel ist halt das, dass ich, dass ich 45% Mineralien, 25% Luft und 25% Wasser und 5% Organik, das ist vom Sekera, der hat das gesagt, so soll das sein. Da glaube ich, gehen wir jetzt ein bisschen schnell drüber. Ich versuche dann, wie kann ich das erreichen und wie kann ich das nachprüfen. Und dann habe ich versucht, da das Porenvolumen zu messen, bei mir in der Küche drin und habe da den Boden so in Plastik eingepackt und haben dann gewogen, die spezifische Gewicht festgestellt, anschließend getrocknet und bin dann bei den zwei Extrembeispielen jetzt drauf gekommen, dass in dem einen Teil überhaupt keine Luft drin war und im anderen doch noch relativ viel Luft drin war. Und das ist jetzt auch wieder so ein Negativbeispiel, das halt in der Praxis einfach gibt und das sind Sachen, die man halt langsam aber sicher halt irgendwie ändern muss. Das ist auch bei mir, da habe ich das relativ gut schon hinbekommen im Oberbereich und dieses Jahr war es so schön trocken, dass man weiter reingelangen hat können und dann habe ich das auch gemacht und jetzt versuche ich halt die Bereiche, die jetzt da noch nicht belebt sind, dass man die auch noch mit in die Krumme integriert. Und, das ist dann mit dem gegangen. Das ist jetzt ein Foto von einem Gast, der letztes Jahr da war. Das ist vom Braunsepp. Das zeigt mir, dass eben seine Bewirtschaftungsweise, dieser obere Bereich ist sehr humus und gut durchwurzelt und der untere Bereich ist für meinen Geschmack einfach suboptimal. Da sind scharfkantige Bodenteilchen und dieser untere krumme Bereich, der könnte viel belebter sein. Und das, da bin ich in Diskussion mit ihm es gibt auch Leute, die vor ein paar Jahren noch gesagt haben, ja nicht tief in den Boden eingreifen, die jetzt ihre Meinung langsam ändern. Und ja, ich mache das halt schon länger so. Und so stelle ich das vor. Dann kommen jetzt ein paar Überleitungsfotos.
Und zwar, das war jetzt diese Abteilung Grundbodenbearbeitung. Und jetzt möchte ich zu dieser Saat und Pflege kommen. Jetzt nochmal ganz kurz, also damit der Mais so wächst, braucht er eins, und zwar dieses Luft im Boden. Sonst macht er das nicht. Der hat also keinen Dünger nicht bekommen. Das ist einfach das normale Grundrauschen, was da bei mir ist. Und warum? Weil der Mais die Pflanze ist, die die höchste Photosyntheseleistung hat und die über 50% von der Photosyntheseleistung als Exudate in den Boden abgibt. Und wenn ich dann da unten eine Luft drin habe, dann habe ich da Bakterien, die mit dem Zuckerwasser was anfangen. Und wenn jetzt da ein Bakterienstamm, zum Beispiel vielleicht Acetobacter, der Meinung sind, der könnte ein bisschen Stickstoff brauchen, dann machen die den. Und so ist halt mein Weltbild. Das ist das eine Jahr, das nächste Jahr. Das ist Sojabohnen. Sojabohnen reagieren auch sehr stark auf diese Luft im Boden, die reagieren mit vegetativem Wachstum. Also die werden einfach höher. Die Knöllchenentwicklung ist dann entsprechend gut, weil die ja auch Luft brauchen. Dann was auch, habe ich einmal angebaut, also ist der Raps, und der ist gut zum Händeln mit 60er Dämme, haben wir den gemacht. Der wird aber auch auf 75er vielleicht gehen. Ja, dann, das ist das, was ich vorher schon angedeutet habe, dass wenn ich jetzt sehr viel Organik oder sehr viel Zuckerwasser oder irgendein Kohlenstoff, wenn kommt, und ich habe die Luft im Boden, dann macht das Bodenleben mit der Energie das, was sie denkt, das sein muss. Ob das jetzt phosphorauflösende Bakterien sind oder welche, die Stickstoff machen oder. Und da machen wir jetzt ein bisschen schnell. Was bei diesem Stickstoffkreislauf noch, also das eine habe ich schon angesprochen, sind die Acetobacter, die Freilebenden, dass man also nicht nur immer auf diese Leguminosengeschichte schielt, weil Leguminosenwirtschaft ist also so eine Hungerleiderwirtschaft, meiner Meinung nach. Also ich bin auf der Suche nach einem höheren System. Und was noch überhaupt nicht geht, das sind diese denitrifizierenden Bakterien. Da, wenn keine Luft im Boden ist, dann nehmen die das O von dem NO3 und verstoffwechseln das, und der Stickstoff geht in die Luft. Und das muss man sich mal klar machen als Biobauer: Wenn das Kilo N 4 oder 5 Euro kostet und man hat dann keine Luft im Boden, sodass der Vorgang da passiert, dann ist das eine richtige Verlustaktion. Dann, meine Düngung ist hauptsächlich so Landschaftspflege-Mengut. Da ist der Stickstoffgehalt 0,7%. Und da ist auch so, dass ich halt praktisch versuche, mit dem Material nicht Nährstoffe zu bringen, sondern Energie in den Boden reinzubringen. So, und jetzt kommen wir zu dieser Saatpflegegeschichte. Das ist ein Beefing An, heißt das bei uns. Die haben also früher schon auf Dämmen kultiviert und dann entsprechend die Ecke so gebogen gehabt. Und ich habe jetzt da dieses Dammkulturgerät. Der erste Arbeitsgang ist praktisch Dämme machen. Und der zweite Arbeitsgang oder der dritte dann ist dann die zu besäen. Das war das erste Gerät, was wir da gehabt haben. Da haben wir noch mit Zinkensaat das gemacht. Dann ist eine Scheibenschausaat dazugekommen. Das ist jetzt die Rapsaussaat, das auf dem Bilder gesehen haben. Und so ist es dann die Entwicklung weitergegangen. Da haben wir dann L-freie Soja gemacht mit dem. Und funktionieren dort das so: Man macht die Dämme
Und durch das Anlegen der Dämme etabliert man da ein Spurführungssystem im Boden. Das heißt, diese Zinken laufen dann anschließend immer wieder in den gleichen Rillen. Und speziell jetzt bei der Saat sind die Zinken nur dazu da, um die Maschine zu führen. Die Unterlenker sind frei und dadurch kann ich die Saat direkt exakt in der Mitte von dem Damm aussehen. Und das zieht sich dann durch, das geht dann bei der Unkrautbekämpfung, nutze ich wieder den gleichen Effekt. Das ist jetzt Kürbisaussaat, da sind die Säelemente auch an dieser gleichen Maschine dran mit den Spurführungszinken. Zum Maisdrillen ist eine Möglichkeit, eine relativ günstige Möglichkeit, dass man diese kleine Einzelkorn-Säkörper da dran baut und dann damit Mais aussät. Dann mit dem Teil, der wir Soja säen, dieser Zwischenfruchtsäkasten, der dann die Schläuche unten dann in dieses Scheibenschau-Sä-Dingsterbumsneidern. Dann haben wir verschiedene Sachen probiert mit Getreide. Also das eine ist jetzt Doppelreihe auf dem 60er Damm. Dann haben wir auch probiert mit der Breitsaat. Das ist jetzt eine Breitsaat, 15 cm breites Band auf dem 60er Damm. Gut, und dann kommen wir zur Unkrautbekämpfung. Und da ist der erste Arbeitsgang nach dem Säen, ist die, ich sage Blindarbeit dazu, weil kein Strickel nicht dabei ist, weil man den da auch nicht unbedingt braucht. Und zwar läuft das so, dass man den Zeitpunkt finden muss. Das ist in dem Moment, wo der Keimling so lang ist wie das Korn. Man könnte jetzt noch ein bisschen länger warten, aber das Risiko, dass man dann das übersieht, ist halt dann auch gegeben. Und entscheidend ist, dass man diesen Bereich, das alles, was überm Korn ist und seitlich, dass man das alles gut durcharbeitet. Dazu werden dann an das gleiche Gerät wieder die Häufel, vorher die Häufelkörper waren, kommen so Flügelschare mit Stabverlängerung hin. Und diese Stäbe, die kreuzen sich dann über dem Korn oder gehen da, sind ziemlich nah, aber über dem Korn. Und das bewirkt dann, dass praktisch die ganze Dammaußenhaut, dass die durchgearbeitet wird, noch unterstützt dann mit der anschließenden Kette. Und wenn der Arbeitsgang gut funktioniert hat, dann hat man eigentlich schon Dreiviertel gewonnen. Das ist jetzt, da geht es dann, der nächste Arbeitsschritt ist dann jetzt zum Beispiel bei Soja in dem Stadium. Und zwar, da kommt dann die Kette weg und man tut das Striegelelement hin und auch diese Flügelschare mit den Stäben, die wir vorher gesehen haben, kommt da wieder zum Einsatz. Und das klappt. Genau. Und es ist im Tal drin, wird also relativ tief das wieder gelockert. Die Führung wird dadurch gewährleistet, dadurch das Schad, das da im Tal läuft. Es kommt nochmal Luft rein. Und die Stäbe sind jetzt so eingestellt, dass sie, also sagen wir, rechts und links so 3-4 cm neben der Kulturpflanze und die geben dem Ganzen dann
dem Material einen Schwung, der die Energie in die Reihe lenkt, sodass man dann in der Reihe die ganze Kruste und so auch gelockert wird und dann folglich auch das Beigrad, das dann in der Reihe ist, dass das auch mit wegkommt. Ja, das läuft an den Dämmen selber. Da ist jetzt kleines Unkraut, das halt alles beseitigt werden muss. Es ist schon ein bisschen krustig. Ja, das ist jetzt ein wenig langatmig, das Ganze, aber der Aha-Effekt kommt jetzt gleich. Ja, das kommt, wenn einem beim Arbeiten zu langweilig ist, dann bleibt man stehen und macht seinen Schmarrn. Gell? Und da sieht man jetzt, wie die Arbeit, also auch bedingt durch die leichte Krustenbildung, wie die Arbeitswirkung dann in die Reihe hineingeht. Und wenn man das einmal so geschafft hat, dann ist also das weitestgehend gelaufen. Dann hat man nicht mehr viel. Schauen wir nochmal da schnell. Das sind jetzt die Striegelelemente, die dann da dran sind. Und da ist dieser Hackstab, der eben dann da die Energie in die Reihe bringt. Ja, dann das nächste Stadium ist, wenn man fährt halt dann nochmal ein oder zweimal mit dem Striegel durch. Im Prinzip jede Woche eigentlich einmal. Da sieht man auch wieder diese Kombination mit den Flügelscharen, Hacktreten und den Striegel. Das ist jetzt das neue Modell, das ist ein bisschen größer geworden. Und das wo ich zeigen, dass eigentlich relativ viel Luft da rein kann und es kann dann auch sehr viel Wasser rein. Also die Infiltration ist da eigentlich relativ gut gegeben. Wenn es dann noch größer wird, dann ist der Striegel nicht mehr angesagt. So schaut es vor der Bearbeitung aus, so danach. Gut, und das war dann eigentlich dann schon das letzte Mal durchfahren. Das ist wieder der Draht. Dann haben wir verschiedene Versuche gemacht mit Untersaat. In den Kürbissen ist es gegangen. Da haben wir mit Roggen und Wintergerste und Inkanakli Untersaat gemacht. Im Mais haben wir es auch probiert. Die Untersaat ist auch aufgelaufen, aber beim Dreschen war nichts mehr da davon. Also wenn der Mais 10, 11 Tonnen trockene Ware hat, dann kommt da kein Licht mehr am Boden. Also jedenfalls bei den Arten, die ich ausgesät habe, funktioniert das nicht mehr. Und bei das sind jetzt Buschbohnen. Ja, dann das ist wieder der Kleegrasersatz. Und da, das ist jetzt eine Sache, wo ich wieder nochmal, das ist eine Beobachtung, das sind die Dämme und im Tal drin wächst es viel besser. Und ich denke, dass das bessere Wachstum im Tal drin, gerade im Frühjahr ist es das so, dass das deswegen ist, weil der Kohlendioxid ist ein Mangelnährstoff. Je mehr Kohlendioxid das man hat, umso höhere Photosyntheseleistung hat man. Und da im Tal drin, da kann der Wind das Kohlendioxid nicht wegblasen und deswegen wächst er besser. Es ist also so, dass Gründüngungen am Anfang immer eigentlich tolles Wachstum zeigen, erst wenn der Bestand sich zu schließen anfängt, dann auf einmal geht es richtig ab.
Das ist jetzt der Michael Horsch, der sich das bei mir angeschaut hat und das jetzt weiter verfolgt. Der stellt jetzt in der Tschechei 70 Hektar um, wo ich damit beteiligt bin ein bisschen. Also als darf mich da darf da gescheit sein, sozusagen. Und das ist ein Beispiel da ganz aus der Gegend, die zwei netten Herren, die haben mir zwar andere Farbe an mein Gerät dran gemacht, aber schaut auch gut aus. Und jetzt kommt der Werbeblock, also so vermarkte die Dinge, das ist alles nur zusammengeheftet und ich denke, ein Landwirt sollte dazu oder zumindest jemand kennen, der schweißen kann. Und das ermöglicht mir das auch als Landwirt halt solche Sachen halt zu machen, weil ich ja keine Maschinenbauer nicht, Firma nicht bin. Das ist der 15. August, das ist so der feste Tag im Jahr bei uns. Das ist also parallel zum Gäubodenfest, auch in Straubing also ein traditioneller Tag. Und ist der Feiertag da im August und da machen wir immer unseren Dammkulturtag, schon seit, ich weiß nicht, über 5 Jahren. Und das hat es natürlich herzlich eingeladen. Und tja, das ist die Kurve. Herzlichen Dank, Martin, für den interessanten Vortrag. Und vielleicht ist auch deutlich geworden, wie kontrastreich man an dieses Thema Boden herangehen kann. Wir haben jetzt wieder einige Zeit und können Fragen stellen. Wenn Verständnisfragen sind, vielleicht die vorweg. Und danach können wir dann sozusagen in die anderen Fragen hinein. Reine Verständnisfragen? Ja, hin. Du hast gerade gesagt, dass es in den Tälern besser wächst, aber vorher immer gezeigt, wie gut es auf den Dämmen wächst. Das habe ich irgendwie noch nicht ganz zusammengekriegt. Ja, das stimmt. Also das ist für mich die Beobachtung, wo, also das ist nur im Frühjahr so und ich gebe dem heute halt die Schuld, dass diese Geschichte mit dem CO2. Jemand anders sagt ja, das ist, weil das da geschützter ist oder ich weiß es nicht. Aber mir ist der Zusammenhang wichtig zwischen dem, dass ich einen Kohlenstoff in den Boden bringe, in Form von Stroh, Organik, Landschaftspflegemähgut, Mist, ist immer der Kohlenstoff. Und dann gibt es nämlich Leute, die sagen, ja, der Kohlenstoff, der wird veratmet. Der ist dann wieder weg, weil der als CO2 entweicht. Erstens einmal, wenn er entweicht, dann wirkt er als Dünger. Und zweitens, dass das CO2 entsteht, ist ein Anzeichen dafür, dass den Kohlenstoff jemand vorher gefressen hat. Und der atmet dann dieses CO2 aus. Aber der, wo das frisst, der macht ja auch eine Leistung. Ja? Wenn ich jetzt ein Weißbier nehme, dann habe ich auch CO2. Ja, mache ich die Flasche auf, dann sprudelt es raus. Aber ich habe unten drin die Hefe. Und die Hefe, das sind lauter Bakterienleichen, das ist der reinste Dünger. Und so funktioniert es im Boden auch ungefähr. Hallo, was ist ein Gesundungsjahr? Ein Gesundungsjahr ist ein Pausejahr. Das ist ungefähr so, wie wenn man anstatt dass man der Frau sagt, du, wie wäre das, du könntest doch eigentlich noch so ein Hühnermobil betreuen, dass man stattdessen mit ihr in Urlaub fährt. Weil nämlich, wenn man dann mit ihr in Urlaub fährt, dann kann man sich über den Milchviehbetrieb und über was weiß ich was, über den Hofladen und so, kann man sich austauschen und kann das noch optimieren.
Also einfach irgendeine Pause, ja. Und ich sage halt Gesundungsjahr und die Bioberater sagen halt Glickras. Okay. Ich habe noch eine Verständnisfrage zu dem Kürbis. Da hast du gesagt, du machst da eine Untersaat mit Wickroggeninkarnatklee. Mhm. Wann siehst du den da ein und wie klappt das dann, dass der stehen bleibt bei der Ernte? Also es ist, wenn es funktioniert, dann ist es toll. Und zwar, wir warten beim letzten Mal hacken damals halt mit Nei. Und es ist so, dass ich das dann auch, es wächst dann mit und wird beschattet im ersten Moment, also wenn die Witterung passt. Bei mir hat es dieses Jahr nicht so funktioniert. Ist dann so trocken geworden, dass die Kürbisse ein bisschen eine Wachstumsdepression gekriegt haben. Also der Idealfall ist, die keimt, wird dann zugedeckt und wenn der Kürbis anfängt abzusterben, dann fängt es an, sich verstärkt zu etablieren. Und es wirkt sich dann auch Reife beschleunigend aus. Ja. Also beim Kürbis hat man ja oft das, dass der Strunk dann noch so speckig ist oder so vital ist, dass der dann auch zum Schimmeln anfängt. Okay. Ich hätte noch zwei Fragen und zwar einmal, hast du Humusmessungen mal gemacht? Also ich finde es ja sehr spannend, was du erzählst. Letztendlich ist es trotzdem sehr viel Bodenbewegung und ich kann mir schon vorstellen, dass da, also du hast gerade erklärt, klar, wenn was veratmet wird, dann wird auch immer Biomasse dabei umgesetzt, aber letztendlich habe ich schon das Gefühl, es ist sehr viel Bewegung, die da in den Boden reinkommt, sehr viel Luft und baut sich da dauerhaft Humus auf. Und vielleicht die zweite Frage gleich noch mit, ja. Du hast auch die Azotobacter erwähnt, die du versuchst, um zu fördern. Machst du da ganz konkret was, außer dass du versuchst, irgendwie einen lockeren Boden zu schaffen? Lockeren Boden und Kohlenstoff als Futter. Ja. Und das mit dem Humus, ich habe schon nicht zu viele Untersuchungen, aber ein paar habe ich, die eigentlich gut sind, für was ich denke. Ich möchte nicht jetzt da ganz große Sprüche machen, dass ich irgendwie so der Humussammler 4.0 oder was bin. Also ich möchte nicht. Und ich sehe den Boden als System, wo man was gibt und was nimmt. Ja? Und das auf einem, so wie es ich betreibe, auf einem relativ hohen Leistungsniveau. Und ich habe lauter Pachtflächen, ich bin nicht der sich jetzt da hinstellt und sagt, ich möchte in 10 Jahren oder in 5 Jahren 10% Humus haben. Das kann ich mir gar nicht leisten, weil um 1% Humus zu bilden, braucht man so und so viel Kilo Stickstoff, auf 4 Euro. Also deswegen ja, versuche ich mein Bestes und wenn ich so einen Körnermais habe, die Stroh von dem Körnermais, das ist auch wieder organisches Material. Ja, also und wenn man die Methode anwendet und dieses Gesundungsjahr sagt er ja, ich brauche das nicht, dann ist die Gefahr, dass man in den Abbau reinkommt. Ja, deswegen ist das auch, ich könnte nur mich auf das Technische da versteifen, aber das will ich nicht und ich will eben darauf hinweisen, dass das ja ganz wichtig ist. So, ich hatte jetzt noch eine Frage. Wenn lebende Kulturen erstmal eingehäufelt werden, passiert ja erstmal ganz viel im Boden. Wie lange muss man dann warten, bis man säen kann? Weil es ja eventuell dann auch schädlich sein kann, zu früh zu säen. Für das auch. Ja, gut, also das so direkt einhäufeln, das wird halt einfach nur abgedeckt. Also das tief lockern, flach wenden ist bei mir nur das bisschen abdecken, dass es halt abstirbt. Es sind auch nicht ganz große Mengen, die ich meistens da reinbringe. Und dann versuche ich das Ganze auch in einem eher trockenen Milieu dann halt zu machen. Und was hast du gesagt mit dem Säen? Ja. Dann ist es so, wenn also der Damm gemacht ist und man wartet eine Woche
und das aufsprengt und dann wieder sät, dann reicht es, dann ist es also abgestorben und so, und dass es eine Keimhemmung gibt bei Gründung, das habe ich noch nicht festgestellt. Und was noch Effekt ist, wenn man jetzt den Damm macht, dann ist im Damm drin, der wo überhaupt nicht bearbeitet ist, da geht die Spannung raus. Ja? Weil ja so, wenn das alles flach ist, dann ist ja jedes Teilchen mit jedem in einer gewissen Spannung. Jetzt wenn man da so Gräben macht und dann fängt der Boden an, dann kann er sich auf einmal nach rechts und nach links bewegen. Und wenn ich dann mit dem Einzinken komme und das aufspreng, dann zerfällt es zu einem Pulver. Also dann zerfällt es relativ schön, auch bei schwierigen Böden. Also bei dem Video, wo wir da gesehen haben, da habe ich vor 5 Jahren, sind schon fast 10 Jahre, da habe ich solche Fußballen rausgeholt. Also das, und den ist jetzt so, dass das eigentlich in Ordnung ist. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wann und wie bringst du das Mähgut aus? Und an welcher Stelle und wie oft kommt das Gesundungsjahr? Also an welcher Stelle in der Fruchtfolge? Ja, das Mähgut, das versuchen wir immer irgendwie unterzubringen, ohne dass es irgendeiner Kultur schadet. Ja, weil da die Gefahr, dass es halt Stickstoff blockiert, ist gegeben. Deswegen halt entweder vor Ergründung oder in Ergründung, nein, auf jeden Fall immer in diesen Gründungsbereich oder eher nach der Kultur. Mit Mischstreuer. Ja. Was war die zweite Frage nochmal schnell? Also wie oft das Gesundungsjahr? Das kommt darauf an, was für Fläche und wie die brauche. Also das geht von dass ich 2 Hackfrüchte und dann ein Gesundungsjahr mache oder 3 oder halt jedes 4. Jahr. Zum Beispiel eine Fruchtfolge, die wir halt jetzt, eine alternative Fruchtfolge zu diesem Gemüsewahnsinn, die wäre halt jetzt zum Beispiel Gesundungsjahr, Körnermais, Ackerbohnen, Raps, nochmal ein Mais und wieder Gesundungsjahr. Das ist meine Rentenfruchtfolge. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt auch schon mit der